Hallo zu einem Let's View des Thomas Action Figure Digest Nummer 200 aus dem Jahre 2011. Der Tomat ist ein amerikanisches Toy-Magazin über aktuelle der Zeit, wie gesagt, damals und etwas älteren Toys. Und ja, den schauen wir uns jetzt einfach mal an. Vorne sehen wir verschiedene Helden. Ich sehe Captain America und Spider-Man. Ich kann jetzt nicht den Helden in der Mitte identifizieren, den kenne ich nicht, aber mal sehen. Na, nee, steht ja drauf. Captain Action. Sagt mir nichts. CA, Captain Action. Ja, warum nicht? Klingt cool. So, dann blättern wir mal rein. Hier sehen wir Captain America, The First Avenger Werbung für die Toys zum Kinofilm. Eine Übersicht, was uns erwartet in dem Magazin Nummer 200. Als erstes Kotobukiya-Figuren. Kotobukiya ist eine japanische Firma, die kleine Statuen macht oder Figuren hin zum Hinstellen. Hier wirklich Star Wars sehr, sehr gut getroffen. So, die Clone Trooper, R2-D2 und C-3PO wirklich gelungen, aber auch hier Alec Guinness als Obi-Wan. Man kann dort variieren zwischen, ja, Robe auf Überkopf oder und nicht. Also richtig gut gelungen, toll, sieht wirklich klasse aus. Weiter geht's, DC Direct, Superhelden, oben Catwoman, Batman, Wonder Woman, Cyborg, hier eine hübsche Green Lantern, hier auch eine Green Lantern Figur, nicht schlecht. So, ein paar Informationen, die San Diego Comic Con schien wohl angekündigt zu sein. Und hier haben wir auch nochmal zwei Spielsets. Einmal so ein Figurenset mit der Arche von Indiana Jones. Wirklich nicht schlecht. Salah. Also so zwei super Gegner hier, mit denen er sich geprügelt hat in Riders of the Lost Ark, im Jäger des verlorenen Schatzes. Am Flugzeug mit dem Torque, der, wo er gekämpft hat, auf dem Fließband im Tempel des Todes. Ja, hier haben wir Marion, hier haben wir Salah und Indy mit Peitsche. Hier so ein paar klassische Disney-Helden vom Sorcerer. Und mit Mickey Mouse geht es ja weiter. Verschiedene Mickey-Mäuse in verschiedensten Designs. Hier haben wir Captain Action und Marvel, sehr, sehr klassisch gehalten, so 60er-Jahre-Style. Heute nur was für Sammler, denke ich, zum Spielen ist das gar nicht mehr die Welt. Aber sehr interessant. Hier geht es auch weiter, ist so ein bisschen, vermute mal so Big Jim Style, so bis größere Figuren. Mrs. Captain Action. Ja. Hier so verschiedene Sachen, hier ging Phantom, also er hat wohl auf verschiedenste Charaktere getroffen. Nicht schlecht. Die Schlümpfe, der Kinofilm. Ja, reden wir nicht drüber. Es ist nicht ganz die echten Schlümpfe, aber wie gesagt, die wurden auch rausgebracht. Hier sehen wir Gargamel, Hengazier. Ja, nett, aber auch nicht wirklich meine Schlümpfe. Ich bin wirklich klassischer Schlümpfe-Fan. G.I. Joe, auch im größeren Big Jim-Style gelungen, aber ja, also wirklich sehr umfangreich, schön gemacht. Mit sehr viel Zubehör, sehr detailliert. Aber mir fällt mir dazu jetzt auch nicht ein. Marvel Bakugan. Bakugan ist ja dieses Spiel. Und dass es Marvel-Helden gibt, die sich so verwandeln, muss er auch sein. Warum nicht? Echt cool. Echt cool gelungen. Sideshow Collectibles, eine Firma, die Statuen macht, die etwas hochwertiger sind und teurer sind. Und hier haben wir auch gleich einige Figuren, ich kenne jetzt nicht alle, aber hier haben wir einen Yoda gegen den Imperator, vermute ich mal. Hier einen Dschungeltrooper, die Androiden und IG-88, auch wirklich sehr, sehr gelungen. Und jetzt auch weiter haben wir noch mit Figuren. Ich kann nicht alle identifizieren, muss ich ehrlich sagen. Hier ist Avatar, das sieht nach einem John Wayne aus. Hier haben wir Metal Gear Solid. Peace Walker. Nicht schlecht. Wirklich gut gelungen auch. Und hier ein Master Chief, Alien.
Ja, wirklich gut. Und hier haben wir nochmal der Frank Castle als Punisher, Hawkeye und so weiter. Gut, nicht schlecht. Der Tomat Speed Shop. Es geht um Hot Wheels. Schauen wir uns mal an, was da an Hot Wheels gerade aktuell gezeigt wird. Auch sehr umfangreiches Sammelgebiet. Masters of the Universe, wie gesagt, das schreibt es ja 2011. Masters of the Universe Fahrzeuge gab es. Auch sehr nicht schlecht. Hier haben wir Back to the Future. Auch sehr, sehr schön. Hier noch ein zweites, etwas größeres Auto, so mit kleinem Diorama. Auch sehr schön gemacht. Frankenberry sagt mir nichts, aber vielleicht in Amerika ist das ein bisschen anders vertreten. Wir kriegen ja auch nicht jede Werbung hier rüber, die in Amerika läuft. Oder jede TV-Show. Ja, ein paar interessante Autos. Vielseitig. In aller Form. Und noch mehr Autos. Schöne Motive. Ich kann auch nicht viel dazu sagen, weil ich bin jetzt nicht so der Autokenner. Deswegen schauen wir uns erstmal nur die besonderen an. Aber hier sind jetzt keine, die so mega auffallen, die, wo wir sagen, das müssen wir uns angucken. Das ist super interessant. Aber es ist schon eine riesen Abwechslung, wenn man sich jeden Tomat immer durchguckt. Ihr könnt die vergangenen Tomats, auch die ich durchgeblättert habe, ja immer wieder in meinen Let's Views anschauen. Da seht ihr auch, es wiederholt sich kein Auto fast. Immer wieder was Neues. Hier immer Boote sogar. Auch ganz vielseitig bunt. Also sehr viel für Abwechslung ist gesorgt. Das können wir auf jeden Fall sagen. Hubschrauber haben wir auch. Bike, so ein Quad. Ja, und auch nochmal so ein paar strange Fahrzeuge, aber auch richtig cool. Für den Sammler nicht schlecht. Ja, und dann haben wir hier Thundercats, Thomas' Greatest Figure of the 70s and 80s. So ein Überblick der klassischen, und hier sehen wir auch, hier wird der Wert gegenübergestellt. Was kostet die Figur lose, was kostet sie Mint on Card? Also sprich so. Ja, das ist sozusagen Lion-O, lose $50 zu 2011 Zeiten wert. Und so in der Verpackung kann man locker $350 hinblättern. Ja. Sehr, sehr informativ. Hier könnt ihr es auch sehen, weiter. Und hier geht es noch weiter. Es sieht auch Fahrzeuge, verschiedene Versionen. Alles sehr, sehr schön aufgemacht. Das finde ich, das ist das Schöne an diesem Magazin. Man kann das genau sehen. Thundercats habe ich jetzt nicht gesammelt, aber echt cool anzusehen. Und ich kenne ein paar, die Thundercats-Fans sind, also in dem Sinne freuen sie sich, wenn sie das hier sehen. Auch hier nochmal Fahrzeuge und Stationen, auch richtig gelungen. Man merkt auch vom Gefühl her, so dass sie sich auch an He-Man ein bisschen orientiert haben in Bezug auf Fahrzeuge, wie das so aussieht. Und ja, es hat ja wohl auch funktioniert. The World of Smurfs, das ist so mehr meine Schlümpfe-Welt, die klassische, mit der ich aufgewachsen bin, der Peo-Welt. Auch hier so ein paar Zeichnungen. Es gibt wohl so ein Sonderband über Peo, hier mit Peo, wie er zeichnet. Family Guy, ja, auch davon gibt es Figuren. Oben Werbung von so einer Art Schleich, von so fertigen Figuren auf Sauriern. Die berühmte Treppe von Family Guy. Hier ist ein Lautsprecher, das heißt, bringt Sprüche. Man kann also die Figuren hinstellen, denke ich mal. Als Diorama nutzen. Und noch ein paar Family Guy Figuren. Hier seht ihr das so als Diorama. Ganz gut zu sehen. Presidential Monsters. US-Präsidenten als ja, Universal Monsters. Da sehen wir Barracuda. Barack Obama als Dracula. Monster of the Watergate Lagoon. The Romy und so weiter, Zombush, Wolf Bill, Phantom of the White House. Ja, was wäre denn das jetzt, wenn Trump dabei wäre? Was wäre der für Monster? Das wäre mal interessant. So, New Kiss Figures and Batmobile Release in Kit Form. Also ein bisschen Zusammensteckform, zusammenbasteln. Kiss Sänger und Musiker. Batmobile, das klassische aus der
Serie. Dann haben wir hier auch wieder klassische Star Wars Figuren. Ja, ein weißer Boba Fett. Das ist ja so der Prototyp Armor Boba Fett. Auch nicht schlecht. Ja, sieht auch geil aus. Selbst mit Foto da, echt cool gelungen. Echt, echt cool. Gefällt mir. Und hier auch so Sets, so ein bisschen nach Themen bezogen. Star Wars, so vier Figuren zu den entsprechenden Episoden. Sehr, sehr schön gelungene Figuren. Sind wahrscheinlich auch die gleichen, die einzeln rausgekommen sind teilweise. Nicht schlecht. Ja, hier so ein bisschen für Kiddies mehr, so eine Chibi-Figuren. Nett. Nicht mein Ding, aber sehr, sehr schön anzusehen. Ja, Werbung für den Tomat, was man nachbestellt. Und hier haben wir noch mal ein paar Figuren, Hot Toys. Und hier sehen wir Sideshow Collectibles, die teuren Figuren. Da gab es oben hier Baby von Sucker Punch, Michael Jackson, cooles von Set von Iron Man. Hier Scarecrow aus dem Batman, hier auch noch eine Batman-Version, wie er ins Monster wahrgenommen wird, The Predator. Richtig gelungen, richtig gut. Und hier haben wir auch noch mal ein paar Kampfroboter, so ein bisschen basierend auf mehr dem klassischen Kampfspiel, was es früher mal gab mit den Robotern, aber hier jetzt nach Real Steel, wenn ich das richtig lese, dem Film mit Hugh Jackman orientiert. Ja, Tomat-Werbung. WWF oder WWE-Werbung von den Figuren. Hier haben wir schon ein paar coole Figuren. Ja, und das soll es gewesen sein für dieses Mal. Das war der Let's View des Thomas Action Figure Digest Nummer 200 aus dem Jahre 2011. Ja, wenn euch das gefallen hat, das Video, hinterlasst ein Like, ein Abo, falls ihr es noch nicht getan habt, und kommentiert. Schreibt mir eure Gedanken auf. Ansonsten, wir hören uns beim nächsten Mal. Thank you.